So, willkommen Endstation Hoffnung oder auch Schminkendorf genannt. Es könnte schön sein. Hier endet die Route entlang der alten Bahntrasse, die halt von Malkin startet oder bei Jägerhof bei Malkin, der eh schon unterbrochen ist zwischen Gielow und Bahnhof Basedow. Und ja, auf der Trasse, auf der Draisinenstrecke hier, wären es ungefähr 13 Kilometer noch bis nach Wagen an der Müritz. Aber ja. Wurde verpachtet, Draisinenverkehr wurde hier aufgenommen und Radfahrer müssen jetzt querfeldein einfahren, zickzack. Und ich lasse mich mal überraschen, aber es werden definitiv mehr werden wie 12 Kilometer. Deutlich mehr, denke ich mal. Und wenn ich es noch von früher kenne, wo ich mit dem Firmenwagen lang gefahren bin, erwartet uns einige Steigungen, Kopfsteinpflaster und mal gucken, wie sich die Straßen entwickelt haben. Man kann mir mal ruhig mal so ein bisschen Fantasie zuspielen für eine Radschnellroute, so zum Teil quer durch Mecklenburg hier, wie zum Beispiel hier vom Wagen. Die Bahnstrecke wird bis nach Dagun gehen, aber das habe ich schon in einem anderen Video erklärt. Ach ja, lassen wir mal überraschen.
mal rein. Sehr schön. Den Ball. Können wir ein bisschen Tempo machen. Minimal. Willkommen in Waren an der Müritz. Wir sind jetzt von Schwinkendorf bis hierher auf die Brücke. Am Bahnhof habe ich jetzt nicht gehalten. 21 Kilometer gefahren. Und 21 Kilometer zu 13 Kilometer ist doch ein kleiner Unterschied. Und das Schlimme ist zwischendurch streckenweise ausgeschildert, dass man zickzack fahren müsste, wo man eigentlich geradeaus nur 1-2 Kilometer fahren braucht, aber ruhig mal 4-5 Kilometer Umweg fahren sollte. Und stellenweise Feldwege lang am Feldrand, was ich nicht aufgenommen habe. Strecken so ausgefahren. Mit einem Zweirad mag das noch gehen, wer fit und agil ist. Aber wer jetzt ein bisschen, so wie ich habe, mit meinem behindertengerechten Fahrrad, mit einem Dreirad, ist es schon Herausforderung. Wer ein bisschen älter ist oder jünger, nicht so mit einem Gleichgewicht hat, der in ausgefahrenen Spuren fahren soll, also der wird sich garantiert irgendwie auf die Fresse packen. Und boah, ja, man sieht, Radfahrer zweite Klasse, dritte, vierte, je nachdem. Und ja, lass mich mal fantasieren, so eine Radschnellstrecke oder wie man das so nennen mag, das wäre doch was Feines. Aber naja, wir fahren jetzt mal in die Stadt rein. Ein paar Sachen erledigen, wo ich hauptsächlich hergefahren bin. So, mit Baden ist heute nichts mit Paula. Die großen Wellen, sie mag nicht reingehen, aber ich habe ja Wassernapf dabei und Wasser, damit sie nicht ins Wasser braucht, um zu trinken. Und wir waren eben schon in der Stadt drinne, ein bisschen überlaufen. Wir werden gleich nochmal hin zum Hafen, ob da ein bisschen was zu sehen gibt. Aber sonst in der Innenstadt gab es das nicht viel zu sehen, was jetzt sich lohnen würde, da großartig Touristenmassen in den Bildern zu haben. Aber ein bisschen erholen noch. Und dann geht es nachher langsam wieder zurück. Garantiert nicht die Strecke, wie wir gekommen sind. Und ja, ich glaube, ich fahre noch irgendwo am Imbiss ran. Paula hole ich auch noch einen Snack und dann geht's zurück. Noch liegen wir ja gut in der Zeit, alles. Hauptverkehrszeit kommt ja noch und ich denke mal, wir werden dann abkürzen über die Landstraße. Wenn noch was Spannendes passiert, knall ich mit dem Abspann rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bist du mal raus gewesen aus dem Sendebereich? Okay. Was soll's sein? 4 Cheeseburger? Ja. Und eine große Burger. Ja.
wieder kalt? Nein, nicht, noch nicht so richtig. Ich muss mal gucken. Amen. Alles klar. Schönen Tag noch. Ja, du auch. Nimm mal deinen Ball.